Am I insane? I wouldn't necessarily say I'm crazy, simply because I've heard the voices and battled the godless things in the woods. But I must be crazy to believe. It all started with that damn book, the Necronomicon Ex Mortis. Roughly translated, the Book of the Dead. Inked in human blood and bound in flesh, the book contained bizarre burial rites, prophecies, and demon resurrection passages. Professor Raymond Noby unearthed the book and brought it to this remote cabin where he could translate it. He awoke something dark in the woods, something evil. It got the professor. Then, it came for me. It got into my hand and it went bad. So I lopped it off at the wrist. The professor's daughter, Annie, helped me fight the evil. Using the book, we opened up a vortex to send the evil back. It worked. Big time. The girl died and I got a first-class ticket to the 12th century. I led a war against an army of Deadites and used the book to get back home. Back to Dearborn. Even got my old job back. Not to mention, I met a great gal. Jenny, assistant manager, arts and crafts. We were the perfect match. But then, the nightmares came. For years, they haunted me. Even when I was awake. Jenny thought I was crazy, but she agreed to help. We decided to go back to the cabin. Back to where it all started. She said it would be... hi. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Evil Dead Tale to the King. Ich... Press the friggin' Start-Button, would ya? Alles klar. Ich werd hier schon angebrüllt. Drück den verdammten Startknopf, du Sau. Ich hab keine Ahnung, warum die Vorschau übersprungen worden ist. Aber ich meine, sie ging schon 3 Minuten. Ich würde ja gerne einmal gerade die Story nochmal nacherklären. Aber ich meine, wahrscheinlich wird er mich dann weiterhin anbrüllen. Oder die Vorschau wird nochmal neu losgehen. Und die Musik, Alter, die macht einem ja richtig Angst. Auf jeden Fall eine ganz kleine Backstory dazu, zu mir und dem Spiel. Erstmal, das Spiel geht um einen gewissen Herrn. Hello. Press the button. Ja, okay, ich erzähl's in-game, alles klar, kein Problem. Oder ich erzähl's hier, es ist auch in Ordnung. Okay, von dem Startmenü ins Startmenü, alles kein Problem. Und zwar geht's in Evil Dead Tale to the King und unser lieben Ash, sowie Ash Ketchum, nur ohne das Ketchum, der zufällig ein Buch gefunden hat, das Necronomicon, so heißt dieses Buch, und das mit einem Wissenschaftler übersetzt hat und dadurch das Böse wieder auferweckt hat, was ihn in den Wäldern den Doktor erstmal getötet hat und dann natürlich für ihn kam. Das hat ihn übernommen und ist dann kurzweilig irgendwie in seine Hand gegangen und er hat seine Hand, ich glaube, abgeklemmt, damit das Böse so gesehen nicht komplett weiter in seinen Körper reinkommen kann und hat sich die Hand abgehackt, was der Grund ist, warum er nur eine Hand hat. Und jetzt bekämpft er natürlich das Böse, hat probiert, das Ganze zurückzuschicken, also die ganzen Bösen, und ist dadurch im 12. Jahrhundert gelandet und hat da die Bösen wieder bekämpft. Und es ist eine Geschichte, die so verwirrend ist wie, was weiß ich, deswegen spiele ich jetzt dieses Spiel, um einfach diese Verwirrtheit aufzuklären. Und wer sich fragt, wann ich dieses Spiel gespielt habe, es ist im Jahr 2000 rausgekommen, ich glaube wirklich im Jahr 2004, ich weiß es nicht, 2003, 2004 habe ich es gespielt. Und zwar war ich 10 oder 12 und bin durch den Kaufhof damals noch, durch Karstadt durchmarschiert und habe dann dieses Spiel gespielt, oder eher gesehen. Ich habe es damals mal etwas Ähnliches gesehen, und zwar, das war hier The House of Dead und das Bild erinnerte mich daran. Das heißt, ich habe meinen Opa gefragt, ob er mir das kaufen will. Das Spiel war ab 16. Der Verkäufer wollte es mir erst nicht geben. Und dann irgendwie, nö, wenn das für den da ist, der soll das nicht haben, der kleine Windelscheißer. Und dann hat mein Opa gesagt irgendwie, dass er will mir das trotzdem kaufen. Und ich habe es gekauft und das war damals einfach krank gruselig. Und ich meine, jetzt sind wir erwachsen. Jetzt kann ich auch tatsächlich Englisch. Jetzt können wir das eventuell sogar mal durchspielen. Das wäre eine ganz tolle Sache. So, Sound kann natürlich hier bleiben. Gibt's zufällig Vibration, Stereo, Mono, ist ja ganz toll. Die Credits gibt's auch schon, aber es gibt leider keine Untertitel. Es tut mir leid, ich hab's probiert, ihr habt's alle gesehen. Wir starten einfach das Spiel, denn jetzt wird die nächste Vorschau höchstwahrscheinlich kommen. Und wenn nicht, werde ich sie einblenden, denn irgendwie die Story soll man ja wissen. Let's go. So sehe ich das auch. Let's go, du Sau. At first everything looked the same. Like nothing ever happened.
I wondered if all of it had just been a bad dream. Boy, was I wrong. Kanda. Oh no, not again. Damn it, it won't shut off. Sobar. Gata. Nosgata. Gata. Jenny. Axe. Oh. This can't be happening. Not again. Oh, yeah, it's happening. It's happening in a big way. Now, if you'll excuse me, duty calls. What? Workshed. Groovy. Groovy. Und starten wir jetzt genau mit den Worten. Ganz Jenny's genau. Alive. I can feel it. Ist das so? If I can find the pages from the Necronomicon, I might be able to send the evil back and undo this whole mess once and for all. Das klingt gut. Er hat gerade gesagt, dass wir die Seiten eventuell finden könnten von dem Necronomicon, was dieses Buch ist, um das Böse mal wieder oder diesmal für alle Zeit zurückzuschicken. Und ich habe keine Ahnung, wie Controls funktionieren. Und ich werde jetzt auch nicht zu viel Scheiße labern, denn ich habe sowieso gerade... Meine Eltern sitzen unten, das heißt, ich sollte nicht so laut schreien. Was aber auch ganz gut ist, denn eigentlich war... Es ist ja ein uraltes Horrorspiel. Wow, was für eine Karte, da kann man ja richtig viel drauf erkennen. Oh Gott. Immerhin weiß ich, wo ich bin. Ich müsste der gelbe Punkt sein, wenn ich mich nicht irre. Und irgendwie, das passt doch. Ich meine... Dann brülle ich hier nicht so viel rum. Ich werde nicht jedes einzelne Dokument durchlesen. Wer will, kann sich das gerne durchlesen. Man kann ja einfach auf die Pause-Taste drücken. Aber das wäre dann doch ein wenig viel verlangt. So, hier haben wir unsere gute alte Kettensäge. Unser bester Freund und Social Interface. Ah, alles klar. Ach so, und die soziale Unterhaltung oder die soziale Interaktion mit den Untoten. Im Sinne von... Rein damit! Und eine Double-Bladed Axe, die wir benutzen, wenn die Kettensäge leer ist, was sehr oft passieren wird. Und eine Nobis Pistol, okay, eine 45 Kaliber, das heißt eigentlich ein Revolver, von dem Professor Raymond Noby. Wahrscheinlich der Noby, der Professor war, der das Ganze übersetzt hat, weswegen der ganze Scheiß gerade passiert. 30 Kugeln haben wir, einen großen Gastank, das ist sehr schön, einen Konverter, was ist das? Alles klar, und ein paar Medikits. Das ist ein Konverter, wofür auch immer er gut ist, ich weiß es nicht. Ich fange einfach mal an. Wer übrigens irgendwann mal Lust auf mehr kriegt während dieses Let's Plays, ich muss schon wieder alles umstellen, ändere Einstellungen, nein, Controller-Einstellungen und Analogmodus. Wer während dieses Spiels Lust auf einen Film bekommt, der könnte sich ruhig mal den ersten Teil von Evil Dead reinziehen. Denn, oh Gott, nein, hier wollte ich doch gar nicht hin. Oh, die Steuerung. Ah, Katastrophe. Denn die Steuerung ist auch so ziemlich katastrophal, denn wenn man... Man geht immer geradeaus. Du kannst nicht seitlich laufen, sondern du drehst dich im Prinzip, kannst so einen Rückwärtsschritt machen, um halt Feinden auszuweichen. Und du gehst immer nur geradeaus. Das heißt, wenn du hier bist, wird er mit dem Rücken dort stehen. Das heißt, im Prinzip gehst du dann ganz plötzlich irgendwie nach unten in den Bildschirm, wo du vorher nach oben gegangen bist. Das ist ganz komisch, aber das kriegen wir schon hin. Ich finde gerade erstmal raus, wie man... Okay, die Axt ist mit Viereck. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ich meine angeben, daran kann ich mich noch erinnern. Das war mit Dreieck? Come get some. Oh yeah, come get some. Let's go. Let's go. Yo! Yo! Alles klar. Komm, geht's. So. So, wie ging die Kettensäge? Mit Kreis nicht, da machst du anscheinend gar nichts. Ah, so funktioniert's. Wie macht man sie an? Mit L2, R2? Oh, mit R2! Und mit L2 macht man sie aus. Alles klar, kein Problem. Das werden wir schon irgendwie schaukeln. Let's go! Wie nehme ich Sachen? Mit Kreis? Ganz genau. Safe Tape. Ach so, mit. Oh, wir haben also nur eine limitierte Anzahl an Speicherständen. Dieses Band wird uns dabei helfen, unser Spiel zu speichern. Steht zumindest drunter. Die erste Folge machen wir mal ein bisschen länger. Sagen wir mal eine halbe Stunde, weil das Intro schon so saumäßig lang war. Kann man den Spiegel einhauen? Ich will nicht, dass der Spacken da wieder rauskommt. Prügel alles kaputt. Und ich kenne dieses Haus. Ich bin damals schon nie drauf klargekommen. Diese Steuerung. Ich will nicht. Und dieses Haus ist übrigens original dem Film nachempfunden. Wollte ich nur mal so erwähnen. Also dieses Spiel ist wirklich sehr nah an dem Film. Sehr, sehr nah. Yo. Yo, das stimmt. Ist hier einer drin?
Ich will nur das Zeug aus der Küche sammeln. Ganz ruhig bitte. Ich will keine Untoten erwecken. Ist hier irgendwas? Hier ist nichts, was uns interessieren könnte drinne. Aber hier war irgendwas, das weiß ich. Vielleicht ein Kühlschrank? Ach so, ein paar Biscuits. Oh, das ist ja schön. Vielleicht können wir die einfach irgendwann essen oder sowas. Ich weiß es nicht. Vielleicht bringen die so ein paar Leben wieder. Oder wir brauchen die für irgendwas. Inbred, love them. Okay, alles klar. Ich weiß nicht. Vielleicht dieser komische Totenwächter, der da irgendwas ist. Ja, ich habe so ein bisschen habe ich das Spiel ja gespielt. Ich kann mich noch an irgendeinen Totenwächter erinnern. Zumindest war da ein Friedhof und da war irgendein Typi. Was ist das? Ein Bologna-Sandwich. Dieses Sandwich hat ein bisschen zu viel Mayo drauf, aber ansonsten sieht es ziemlich in Ordnung aus. Es wird dir ein wenig Leben wiedergeben. Das ist doch schön. Ein Bologna-Sandwich. War hier noch irgendwas? Bologna, Maroni, Macaroni? Irgendwas muss doch hier noch sein. Come get some. Ja, okay, genau. Come get some Chironi Macaroni. Ihr kleinen Penner. Wo seid ihr? Seid ihr auf dem Klo? Ihr seid bestimmt auf dem Klo. Ihr dreckigen Schweine. Ist hier irgendwas? Die Steuerung. Ich werde so oft an Sachen vorbeilaufen und so oft sterben. Was ist hier drin? Ah, Vitamine. Sehr schön. So ein paar Pferde mit Vitamine können hier nie schaden. Kann sich reinstopfen, wenn was weiß ich was ist. Boah, es hat ein Gammelwasser da drin. Irgendwas in der Toilette? You feel like a new man. Du fühlst dich wie ein neugeborener Mann. Weil er die Klospülung betätigt hat. Du fühlst dich schon wieder wie ein neuer Mann. Natürlich. Let's go. Let's go. Spielen wir gleich nochmal. Du harter Mann, du. Ist das bescheuert. Yo. Yo. Come get some. Ich mach hier nur Scheiße. Okay, gehen wir weiter. Haben noch so ein paar Vitaminchen gefunden. Wahrscheinlich bringen die uns auch Leben wieder. Ich bin mir nicht ganz sicher. Passiert hier irgendwas? Geht's hier rechts weiter? Ich weiß es nicht. Ich meine nicht, weil ich hier nicht weiterkomme. Let's Yo, go. Ist hier jemand? Let's Yo. Go, yo! You bitches! Oh, hier wird was passieren. Daran kann ich mich erinnern. Hallo? Hallo? Oh Gott, was ist das? Was war das für ein Geräusch? Das klingt nicht gut. Ich nehme mir mal das Notenbuch hey, hier. Hey, there's a page right there. Oh, da ist ein... Ja, dann nimm's doch. Hey, there's a page right there. Ja, dann nimm's doch. Necronomicon, Seite 1. Achso, der muss jede einzelne Seite des Necronomicon wiederfinden. Ja, das ist ja... Das ist meine Aufgabe, ne? Gerade bei so einem Gezeugs. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier rausgehe, geht die fette Scheiße ab. Okay, nochmal gerade gucken, was die Vitamine bringen. Die Vitamine. Multivitamine, bla bla bla. Ah, das bringt das Leben wieder. Habe ich es mir doch richtig gedacht. Kommt jemand? Come get some. Du Arschloch. Kauf smart. Kauf im S-Markt. Ich weiß gerade leider nicht, wie die Quote aus dem Englischen waren, aber die waren auf jeden Fall geiler. Und was wir auf jeden Fall noch finden müssen, ist unsere Schrotflinte, wie er im Film sagen würde, This is my boomstick. This is my boomstick.